Biblische Ethik, die Bibel, der Christ und der Betrug. Durch den Propheten Jeremia hält der Herr fest: Jeremia 5, 26 bis 28a. Denn in meinem Volk finden sich Gottlose. Man lauert, wie Vogelsteller sich ducken, sie stellen Fallen, fangen Menschen. Wie ein Käfig voll Vögel, so sind ihre Häuser voll Betrug. Darum sind sie groß und reich geworden. Sie sind fett, sie sind glatt, ja, sie überschreiten das Maß der Bosheit. Und Hosea beobachtet in Hosea 12,8: Ein Händler ist Israel, in seiner Hand ist eine Waage des Betrugs, er liebt es zu übervorteilen. Die Bibel kennt viele Beispiele von Betrügern. Denken wir etwa an Jakob. An Laban, an Achan, Gehasi, an Zachäus, Judas, Ananias oder auch Sapphira. Es ist unser egoistisches und habgieriges Herz, das uns zum Betrug verleitet. Sprüche 12, Vers 20a. Betrug ist im Herzen derer, die Böses schmieden. Selbst den Gläubigen in Korinth muss Paulus vorwerfen, 1. Korinther 6, Vers 8, aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Das Wort Gottes fordert uns auf, drittes Buch Mose 19, Vers 11, ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht betrügerisch handeln einer gegen den anderen. Ebenso im Neuen Testament, 1. Petrus 2, Vers 1a, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug. Wer betrügt, der versucht, sich unter Vortäuschung falscher Tatsachen zu bereichern. Im engeren Sinn geht es also zuerst einmal um ein finanzielles Delikt, 2. Buch Mose 20, Vers 23, ein Gräuel sind für den Herrn zweierlei Gewichtsteine und trügerische Waagschalen sind nicht gut. Im weiteren Sinn stellen aber auch die Lüge, der Ehebruch oder auch das Verbreiten von Irrlehren einen Betrug dar. Wie auch immer, die Früchte solchen Handelns sind bitter. Sprüche 20, Vers 17. Erschwindeltes Brot schmeckt dem Mann süß, aber hinterher wird sein Mund voll Kies. Oder Jeremia 17, Vers 11. Wie ein Rebhuhn, das brütet, ohne gelegt zu haben, so ist wer Reichtum erwirbt, aber nicht mit Recht. In der Mitte seiner Tage muss er ihn lassen und an seinem Ende wird er ein Tor sein. Wieso ist das so? Weil vor Gott selbst die beste Täuschung nicht verborgen bleiben kann. Sprüche 23, Verse 10 bis 11. Verrücke die uralte Grenze nicht und dringe nicht ein in das Feld der Weisen, denn ihr Erlöser ist stark. Er wird ihre Sache gegen dich führen. Durch den Propheten Micha fragt der Allmächtige, Micha 6, 10 bis 12, könnte ich je vergessen den Schatz der Gottlosigkeit im Haus des Gottlosen und das schwindsüchtige, verwünschte Eva, das war ein Gewichtsmaß? Sollte ich reinsprechen bei der Waage der Gottlosigkeit und bei einem Beutel mit betrügerischen Gewichtsteinen? wo ihre Reichen voll Gewalttat sind und ihre Bewohner Lügen reden und ihre Zunge in ihrem Mund nichts als Betrug ist. Wie befreiend ist es, wenn der Herr eingreift, wenn der Herr unser Leben wie bei Zachäus grundlegend verändern darf. Lukas 19, Vers 8. Zachäus sagt, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Diese Reaktion ist angemessen und wichtig. Wiedergutmachung ist angesagt. Man vergleicht auch das dritte Buch Mose, Kapitel 5, Verse 20 bis 24. Doch noch besser ist es, wenn wir uns bereits von Anfang an merken: Sprüche 16, Vers 8, besser wenig, mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Oder Psalm 37, Vers 16, das wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Und schließlich noch Sprüche 10, Vers 2, nichts nützen gottlose Schätze, aber Gerechtigkeit rettet vom Tod.